Folge 208 von Simotrans und wir sind auf der Spur des verschwundenen Salzes und der Michael Friedrich hat mir geschrieben, WASD geht nicht, ich muss die Pfeiltasten nehmen, dass ich doch mal schauen soll, ob hier im Hafen ein Schiff liegt. Dafür drehen wir mal die Karte und siehe da, da ist unser Schiff und wenn wir dann den Hafenaufruf weghaben, dann sehen wir auch, dass auf dem Schiff Salz ist, oder? Ja. Da ist es. Da ist unser verschwundenes Salz. Hätte auch nicht lange gedauert. 20 Tonnen noch, dann hätten wir das Schiff auf der Reise gesehen. Dann wäre dann alles gut gewesen. Ne? Also hat sich das erledigt. Dann brauchen wir da nicht weiter suchen. Karte wieder in Normalposition. Das ist für mich so immer am einfachsten. Wir gehen jetzt hoch zu Riedenburg, weil da fährt das Schiff ja dann hin. Und schauen dann dort, wer unser Salz weiter transportiert und da stehen schon zwei schicke Züge mit Schüttgut zum Laden und die fahren dann weiter und die fahren wohin? Ach so, warte, da muss ich nochmal den Zug aufrufen. Die fahren nach Hadexen Stahlwerk Alt. Dann wollen wir uns mal zum Stahlwerk Alt begeben und gucken, wie die Reise dann weitergeht. Also bis dahin kommt das Salz ja auf jeden Fall. Ich hoffe, der zweite Zug fährt da auch nur hin, ne? Und hier sieht man, steht schon der nächste Zug, der wiederum das Schüttgut weiterfahren soll. Und zwar fährt dieser Zug Schrott von Stahlwerk zu Stahlwerk. Okay. Und dann bedeutet das, dass am zweiten Stahlwerk zur Chemiefabrik gefahren wird. Kann das sein? Ach, das ist... Also die fahren jetzt, müssen wir gucken, weiß ich jetzt noch nicht. Das war jetzt, was kriegt die denn? Die kriegen Kalibergwerk, Ölfeld, Ölbohrinsel. Wo geht denn die Reise dann da lang? Das ist die Frage. Das Öl geht woanders lang. Hier gibt es ja keinen Abnehmer, oder? Ach doch, da gibt es ja jetzt hier die Kohle, die nach da fährt, oder? Die fährt ja auch shit gut. Da haben wir schon mal einen. Kohle Erz. Wo fährt der hin? Verfolgen. Machen wir schneller. Fährt er durch? Der fährt bestimmt durch, oder? Kohle Erz. Ach, der fährt da ganz hinten hin. Nicht schnell machen, das wollte ich nicht. Ich wollte Verfolgen ausmachen, weil ich wollte gucken. Wer fährt denn hier unten hin? Das ist die Frage. Gibt's denn hier jemanden, der hier abliefert? Statistik? Ne, Connections, nicht Statistik. Öl und Salz. Stückgut, Kohlemine, KKW. Ja, das heißt, der Zug hier, der wird irgendwann da die Klamotten hinbringen. Das wird interessant werden, ne? Jetzt müssen wir mal gerade gucken, wo das Schiff ist. Irgendeins von denen wird sein. Gehe ich von aus. Da ist es schon wahrscheinlich. Ja, das hat das Salz dabei. Na, fahren wir gerade schneller. Das will ich jetzt wissen. ...155 Salze. Tonnen Salze natürlich, ne? Oh, da flitzt aber einer schnell vorbei. Das Postschiff. Okay, dann kommen wir hier an, machen da mal aus, machen das aus. Den mal nach da und dann müsste ja eigentlich eines der Züge jetzt hier Ladung kriegen. Der Zug kriegt wahrscheinlich als erstes, der sieht schon so voll aus. Schrott hat er geladen. Na komm schon. Schiff ist angekommen. Schiff hat beide Züge beladen. Also
Aber er ist der Erste, der rausfährt. Also gucken wir, was er mit unserem Salz macht. Ne, der hat nur Schüttgut, Ladenschrott. Also das ist gar nicht unser Zug. Sondern das ist unser Zug. Na komm schon. Jetzt verfolgen wir den. Machen wir auch schneller. Jetzt muss der mal warten auf den anderen. Ne, der ist jetzt auch zügig mal weg. Ah, Gegenverkehr. So, jetzt liegt unser Salz hier, oder? Verfolgen aus. Salz liegt hier. Wer kommt jetzt und holt das Salz? Ja, der eine Zug, der jetzt schon unterwegs ist, weil der, ne, ja, der war ja. Von Zeche, vom Stahlwerk zu Stahlwerk, ne? Müssen wir ein bisschen weiter links gehen, damit ich den mitkriege, wenn er kommt. Da ist er. So, der hat Eisenerz mitgebracht. Und nimmt natürlich nur Schrott mit, ne? Stahl, 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 Salze, Schrott. Das heißt, wir müssen noch mal warten, bis der wieder da ist. Der ist noch auf dem Hinweg. 198 Tonnen Schüttgut hat er mit. Und das ist Eisenerz. Er ist da. Und lädt nicht unser Salz. Ja, das ist ja interessant, ne? Warum lädt er das Salz nicht? Wenn er doch Schüttgut da hinten hin mitnehmen könnte. Ja, gute Frage, ne? Fabrik mit der Haltestelle verbunden ist Stahlwerk. Waren die angeliefert werden können? Eisen, Kohle, Schrott. Die diese Haltestelle anfahren. Maschine, Stahl, Schrott. Maschine, Stahl, Schrott. Also dieser Zug ist es, der hierher müsste. Aha, der ist da. Ist der derjenige? Gute Frage, ne? Checken wir. Nicht, dass zwischendurch ein anderer kommt und es wegschnappt. Ja, komm, machen wir hier unten hin. Und lassen wir schneller fahren. Wo bringt er das hin? Der hat 100 Tonnen, 110 Tonnen Salz jetzt geholt. Gut. Ist die Frage, wo er es rauslässt. Da ist er durchgefahren. Da fährt er vorbei und hat hier entladen. Jetzt liegt's da. Wer nimmt das dann mit? Das ist die nächste Frage. Das können wir erstmal alle zumachen jetzt hier. Den können wir auch zumachen, brauchen wir auch nicht mehr. So, nächste Kollege, der hier 110 Tonnen Salz liegen hat. Salz, Hardex und Chemiewerk Betriebshof. Die Kette funktioniert nicht, weil dieser hier nicht weiterfährt, ne? Ah, ja, so ist das. So, Kohlebergwerk. Waren die hier angeliefert werden können? Keine. Kohle, Erz, Kohlemine, KKW, Maschine, Stahl, Schrott hatten wir gerade. Kohle, Stahlwerk West, Kohle, Zeche. Ah. SB Altenau. Ach, das ist der Bus, der fährt da hinten, alles klar. Kohle, Zeche, Stahlwerk Ost. Jetzt hoch ist das, der steht doch auch hier, der nimmt es also nicht mit. Sonst hätte er ja geladen. Ja, Stahlwerk Ost wäre ja auch falsch. Stahlwerk West. Aber der hat Kohle geladen, kein Dingens. Da muss noch ein anderer sein.
Kohlemine Kernkraftwerk. Maschinenstahl hatten wir, das hatten wir, das immer. Da kommt ein Zug. Und der fährt hier gerade ein und nimmt jetzt dann das mit oder was? Wir werden es gleich sehen. Zack, Schüttgut, Kohle. Da können wir jetzt nicht sagen, ob das das Richtige ist. Weil der hat gerade Kohle geladen. Der könnte auch genauso gut Holz laden. Holz, Salz laden. Kohleerz. Ist der? Warte, da kommt gerade einer reingedampft. Das ist der. Auch Kohle geladen. Können wir also auch nicht sagen. Kohle wartet hier. Okay, kann noch länger dauern, bis die da verladen ist. Aber warte mal, Salze. Nee, das kann sein, dass er es vielleicht mitnimmt. Nee, nimmt er nicht mit. Der hat die Kohle mitgenommen. Kohleerz. Der fährt da hin und der fährt da auch hin. Echt interessant. Nee, oder? Wir werden sehen, wenn der nächste wieder kommt und hoffen, dass dann mal irgendwann... Achso, da war jetzt jemand anders und hat die Person da oben abgeholt. Das war der Bus. So, der ist schon auf dem Rückweg. Ist noch nicht an der richtigen Stelle. Da war er. Und hat Kohle geladen. Können wir also nicht testen. Der nächste hat Kohle geladen. Der letzte hat Kohle geladen. Ja. Die 110 Tonnen liegen da noch. Keiner von denen ist jetzt wieder hier gewesen. Der linke war ja der erste, glaube ich. Der dann hier vorbeischaut. Und der hat jetzt Kohle geladen. Und der zweite hat auch Kohle geladen. Und der dritte hat auch Kohle geladen. Es ist niemand, der das Salz hier mitgenommen hat. Wer ist es dann? Kohleerz war es nicht? Ja, weiß ich auch nicht. Ich denke mal... Ich gucke mir das nochmal genau an, aber wir machen erst hier einen Cut. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls ihr die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch, macht die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das nächste Video hochlade, schreibt einen Kommentar rein und des Weiteren ist es dann noch so, dass ihr gerne dieses Video woanders teilen könnt, dann kriegen andere Leute mit, dass wir hier Simon dran spielen. Alles klar, ich würde sagen, bis dann, macht's gut, tschüss.